Luftschiffe bauen und fliegen in Final Fantasy XIV. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Luftschiff-Guide und zwar einem Komplett-Guide. Das heißt, wir gucken uns an, wie könnt ihr die Baupläne dazu bauen, wie könnt ihr die Schiffe selber bauen und natürlich, wie schaltet ihr Sektionen frei, wie schaut es aus mit Detektion, mit diesen ganzen Begriffen. Das heißt, wir werden uns das alles nach der Reihe angucken. Als allererstes, wir befinden uns in der FG, also in der Gesellschaftswerkstätte. Hier haben wir diese Produktionsanlage, links davon ein Konstruktionsbrett. Hier ist der Beginn für eure Luftschiffe. Das heißt, hier in diesem Konstruktionsbrett, da findet ihr eben Luftschiff-Bauplan anfertigen. Wenn ihr dieses drückt, findet ihr hier normalerweise die Baupläne. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil wir alle unsere Baupläne fertig haben. Wenn hier doch ein Bauplan steht, ich fahre jetzt hier mit der Maus hin, hier in diesem Areal, dann stehen hier auch die Materialien dabei, die ihr dazu benötigt. Das heißt also, wenn ihr draufklickt, seht ihr, welche Materialien braucht ihr dazu. Einige Materialien bekommt ihr am Marktbrett, einige müsst ihr selber durch die Luftschiffe eben auch besorgen. Wo ihr das findet, das zeige ich euch eben am Ende des Videos, wo ihr die ganzen Teile bzw. die ganzen Items und so weiter findet. Wenn ihr das fertig habt, also die erste Konstruktion an Bauplan hergestellt habt, geht ihr zur Produktionsanlage. Hier klickt ihr dann ein Gesellschaftsprojekt beginnen und hier müsst ihr dann eben auf die Luftschiffe, das ist oben mittlere Kategorie und hier könnt ihr jetzt eben die vier verschiedenen Sachen auswählen, die wir zum Bau eines Luftschiffs benötigen. Ein Luftschiff braucht einen Rumpf, eine Takelage, einen Bug und ein Heck. Also das ist die Kombination, die ihr braucht, um überhaupt einmal ein Luftschiff fliegen lassen zu können. Ihr braucht also die vier Teile. Als allererstes werdet ihr wahrscheinlich, ich denke mal, Bronco oder Invincible bauen. Das heißt also, wenn wir hier gucken, könnt ihr auf der rechten Seite, wenn wir auf den Bronco hier klicken, könnt ihr hier auch die ganzen Materialien einsehen, also die ganzen Arbeitsschritte, was ihr alles braucht. Und so wie wir hier sehen, das sind alles noch ganz normale Sachen, die noch nicht wirklich viel erfordern. Also hier müsst ihr gucken, dass ihr dann diese Materialien hineintut. Ganz wichtig ist, hineingeben kann man es immer mit dem Level, das benötigt. Also so wie Ogre Lime zum Beispiel, da müsst ihr gucken, vom Rezept her und vom Lack, Leinentuch, Keilerleder, das ist also 30 bis 50. Das heißt, ihr müsst auch diesen Level als Handwerker haben, wenn ihr es hineingebt. Das heißt, es reicht nicht, wenn ihr keinen Handwerker habt, wollt es aber herstellen, dann könnt ihr es gar nicht bei der Produktion hineintun. Das heißt, ihr braucht also immer einen Handwerker, der auch den Level hat. Zum Abschließen der Projekte müsst ihr immer in einer Gruppe sein, das heißt vier Leute, auch vier Handwerker. Hier spielt es aber keine Rolle, wenn die anderen drei zum Beispiel nur Level 1 sind. Wichtig ist, es müssen alle vier Handwerker sein. Ja, hier, was ist wichtig zu beachten? Die Kombination macht es oft aus, die Kombination zwischen Rumpf, Takelage, Bug und Heck. Und um das euch zu erklären, wie sie das zusammensetzt, gehen wir einfach hier auf die rechte Seite. Zum Planungspult. Hier, wenn wir Planungspult angucken, gibt es mehrere Menüs. Also hier seht ihr mal als erste die Schiffe, die ihr dann schon habt. Wir haben eben vier Stück mit Rang 50. Dieses ist eben da, die Kelly, die ist hier. Und hier, Diadem im Moment nicht möglich, wenn wir gucken, und zwar bei Bauteile austauschen. Hier, das ist eigentlich das, was man als erster braucht. Und wenn ihr Luftschiff herstellt, braucht ihr auch eine Registrierungsmarke. Das Spiel wird euch sagen, wo ihr die herbekommt, könnt ihr dann mit Gesellschaftsdaler erwerben. Ganz wichtig ist, ihr seht hier technische Daten. Hier werden wir uns ein bisschen mehr damit befassen. Und zwar ist es so, wir haben eine Detektion, Effizienz, Geschwindigkeit, Flug, Reichweite und diese himmlische Gunst. Diese Werte, das kann ich euch dann auch noch im Anschluss zeigen, natürlich in einer Liste, die beeinflussen, wo ihr hinfliegen könnt, wie schnell, also in welcher Zeit, wie viele tragen könnt und auch welche Items dort ihr bekommt. Und das setzt sich eben zusammen. Wenn wir jetzt rechts unten gucken, wir sehen hier den Rumpf. Hier ist Detektion 0, Effizienz 0, Geschwindigkeit 0, Flugreichweite 108 plus und himmlische Gunst minus 18. Das heißt, wir haben nicht nur positive, sondern auch negative Effekte drauf. Wenn wir das beim Propeller gucken, das ist eben
wenn wir rechts schauen, Detektion 0, Effizienz minus 22, Geschwindigkeit 122, Flugreichweite minus 22. Und das setzt sich eben immer so fort. Und aus dieser Kombination aller vier Teile setzen sich diese technischen Daten zusammen. Was auch noch dazu kommt, ist, wie ihr seht hier, es gibt einen Zustand, der ist in dem Fall ist 23%, 25%. Das heißt, die muss man auch reparieren. Wie repariert man die? Ganz einfach, man fertigt sich Luftschiff-Reparatursets an. Das kann jeder Handwerker. Müsst ihr gucken in der Liste, was ihr dazu braucht. Und wenn ich auf Bauteile reparieren gehe, dann seht ihr hier, wenn ich draufklicke, dann sagt er, er braucht eben drei von diesen Luftschiff-Reparatur-Kits. Wenn ich auf Ja drücke, dann ist es repariert. Das heißt, ich kann das mit allen machen. Die müsste ich eigentlich alle im Inventar haben. Das heißt also, die sind jetzt voll repariert. Nämlich, wenn das Luftschiff ja nicht mehr flugfähig ist, dann ja, bekommen wir einfach nichts hin. Weiters. Wir können natürlich auch Bauteile färben und so weiter. Bauteile austauschen. Das heißt, wenn man welche im Inventar hat, kann man die jetzt einfach hinüber tun. Das heißt austauschen, dass ihr eben auf diese Werte kommt. Unter Einstellungen, hier könnt ihr einstellen diesen Namen. Könnt ihr ändern und auch demontieren. Das heißt, demontieren heißt aber, diese Luftschiffteile sind dann weg. Das heißt, ihr schrottet im Grunde das Luftschiff. Wie ist es, wenn wir es wegschicken? Das ist nämlich jetzt dieser Knackpunkt, was die meisten interessiert. Auf was muss man aufpassen, wenn man auf Erkundung gehen will? Und zwar, man kann hier oben sieht man, ich fahre mit der Maus drüber, diese Zielorte. Das heißt, hier, das kann man nach der Reihe anfliegen. Ja, das heißt, jetzt, ich könnte hier diese Orte anfliegen und jetzt sagt er mal, es geht nicht mehr. Woran liegt das? Ganz einfach, wenn ihr unten guckt, wir haben hier eine Flugreichweite. Wenn ich die jetzt wieder wegklicke, zum Beispiel, ich gehe jetzt nur auf diesen Sektor 1. Ich klicke den einmal an. Oder ich fahre nur mal drüber, dann bleibt es eh stehen. Ja genau, wenn ich auf den Sektor 1 gehe. So, auf der rechten Seite seht ihr Entfernung zum Ziel 7 und Strecke der Untersuchung 13. Das heißt, jetzt diesen Wert müsst ihr zusammenrechnen, das heißt 20. Wenn ich den jetzt anklicke, sieht man hier Flugreichweite 20. Das heißt, jetzt bleibt mir noch eine Restflugweite von 66. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Sektor 2 gehe, so, dann hat er 12 und 13. Das heißt, hier wären es 25. Also wenn ich die jetzt dazu zähle, zack, bin jetzt auf 45. Und hier muss man eben ganz genau aufpassen. Wenn man hier sieht man diese Karte, diese abfliegt, muss man ganz genau gucken, was man auch macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will zum letzten Sektor fliegen, der braucht 28 plus 13. Das heißt, jetzt sind schon mal 41 weg. Wenn ich mir jetzt ein Zielort aussuche, der weit entfernt ist zum Beispiel, das ist jetzt hier links, wie man das Blinken sieht, und der wäre irgendwo rechts, so wie in dem Fall, dann sieht man, dass diese Entfernung zum Ziel 30 ist. Und die Strecke der Untersuchung 13. Wenn ich das jetzt dazu nehme, bin ich auf meine 84, kann also nur zwei Ziele fliegen, was aber keinen Sinn macht. Das heißt, ich schmeiße die ganze Flugreichweite weg. Und was noch dazu kommt, diese Flugzeit, diese 45 Stunden 46, das ist halt der Wahnsinn. Weil diese Untersuchung dauert schon 15 Stunden, der Flug nochmal 4 Stunden. Das heißt, das setzt sich eben zusammen. Hier müsst ihr ganz genau aufpassen und eben wirklich effizient fliegen. Das können wir uns dann in der Liste noch angucken, die ich euch eben zeige. Wichtig ist auch, wir haben auf der rechten Seite noch Bedingungen stehen. Wenn hier keine steht, dann heißt das, könnt ihr alles fliegen. Bei den letzten sieht man aber, zum Beispiel bei denen steht immer Detektion 90. Das heißt hier, diese Teile, die ganzen oberen 50 Level, das ist eigentlich alles Detektion 90. Hier ist eben ganz wichtig, trimmt eure Flugschiffe so hin, dass sie alle Detektion von 90 haben. Das ist der Tipp, den ich euch geben kann. Wie sieht's aus? Wie schaltet man das Ganze frei? Es gibt bestimmte Routen, die schalten einfach diese ganzen Sektoren frei, denn in der Levelphase, wie man sieht, bekommt ihr noch Routine. Das heißt, fliegt am Anfang so, wo ihr die maximale Routine rausbekommt. Also einfach die letzten zwei zum Beispiel, wenn ihr jetzt Level 17, 18 seid, guckt, dass ihr mit der Reichweite hinkommt. Und diese Erdseimfässer, die könnt ihr auch kaufen, ist auch beschrieben, das Programm sagt euch, beziehungsweise das Spiel, wo ihr diese Erdseimfässer herbekommt. Das ist jetzt diese Sache mit dem In-Game-Menü. Jetzt haben wir viele Leute haben wir geschrieben, Charles, aber wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wie kann ich diese ganzen Sektoren freischalten? Weil deine Luftschiffe fliegen ja überall hin. Wie kann ich das machen? Und hier wechsle ich jetzt meinen Hut. Das heißt also, ich zeige euch jetzt eine Webseite, wo ihr das eben rausfinden könnt.
Also bin jetzt im Forum vom Lodestone und zwar im englischen Forum und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser Guide ist so umfangreich, den könnt ihr eigentlich auch nicht besser machen, gebe ich ganz ehrlich zu. Warum verwenden wir einen englischen Guide? Erstens, er ist sehr, sehr detailliert geschrieben und zweitens können wir uns abhelfen oder behelfen. Und zwar gibt es noch eine zweite Seite und zwar das ist die XIVDB, die Datenbank. Die stellt ihr euch nur auf Englisch. Ich werde die ganzen Links natürlich unten hineinposten. Das heißt, hier geht ihr bei XIVDB, geht ihr ganz nach unten und stellt hier die Sprache auf Englisch. Warum? Das ist ganz einfach, weil wir haben da eine Autoübersetzung drinnen. Das zeige ich euch aber gleich. Als erster gucken wir uns den Airship Guide an. Hier, wenn wir gucken, ihr könnt diese Introduction könnt ihr überspringen. Wir schalten damit frei im Diadem Hard und so weiter, steht noch drinnen. Was ist wichtig? Es steht hier auch die Erklärung drinnen eben. Das ist das allererste. Was brauchen wir, um das erste, zweite, dritte, vierte Schiff freizuschalten? Ja? Hier sehen wir, man sieht jetzt meine Maus leider nicht, das erste Airship, das können wir bauen. Das zweite schalten wir frei, wenn wir in Sektor 8 waren. Das dritte in Sektor 14 und das vierte in Sektor 18. Nur wie kommen wir dorthin? Ganz einfach, ihr scrollt einmal weiter runter. Hier sehen wir dann auch diese Voraussetzungen, wie ihr kombinieren könnt. Das könnt ihr auch in-game gucken. Hier steht auch immer dabei, wie viel Experience, also wie viel XP ihr braucht, um eben die Ränge zu höhen. Das seht ihr eben hier in dem Feld eben von links nach rechts. Und dann die Sektorinformationen. Und ab hier wird es jetzt interessant. Hier seht ihr links die ganzen Sektoren, eben Sea of Clouds 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis 24. Und welche Materialien ihr wo bekommt. Das heißt hier zum Beispiel bei Sea of Cloud 1 steht Vivianit und Bamboo Weave als Beispiel und so weiter. Das heißt hier seht ihr, was ist rar, eben Varia, welche Materia bringt euch und so weiter und welchen Rang braucht ihr. Und es steht dabei, welchen Sektor ihr freischaltet. Und hier ist es ganz wichtig, wenn wir jetzt gucken bei Sea of Clouds 2, steht daneben Unlock Sektor 4 und 5. Das heißt Sektor 2 schaltet zum Beispiel 4 und 5 auf. Wenn wir in Sektor 5 sind, wenn ihr jetzt guckt, bei 5 steht rechts daneben Rang 10, Experience 53.000 und darunter schaltet frei Unlocks 6 und 7. Das heißt, hier ist eure Anleitung dazu, wie ihr fliegen müsst. Das steht hier eben alles drinnen und es geht bis 24. Und darum, dieser Guide ist so detailliert, den kann man einfach nicht genauer machen. Also ich bin der Meinung, wenn ihr andere Seite habt auf Deutsch oder sonst irgendwas, schreibt es uns bitte gerne in die Kommentare. Aber dieser Guide ist wirklich das Nonplusultra. Ein Dank von mir auch natürlich, ich muss jetzt nachgucken, wer ihn geschrieben hat, natürlich an Bonsai Ferroni, der diesen verfasst hat und immer wieder updatet. Also es ist echt der Hammer, was der oder die, weiß man nicht, einfach abliefert hier. Das ist der Hammer, ja. Also danke auch von mir auf diesem Weg. Vielleicht spricht er ja auf Deutsch und wenn nicht, thank you very much for the guide. So, weiter geht's. Wie kombinieren wir das jetzt aber mit dieser XIVDB, mit dieser anderen Webseite? Ganz einfach, wir nehmen uns jetzt zum Beispiel hinaus, ich bin jetzt bei Sea of Cloud 6, wenn ihr guckt, da steht zum Beispiel ganz rechts Shrub Seeding oder Travanienmotte. Nehmen wir die Travanienmotte. Was ist Travanienmotte? Ganz einfach, wir gehen in diese XIVDB und geben da oben jetzt ein zum Beispiel Travanien, so, dann kriegen wir einen Vorschlag, zu viel, dann werden wir noch das M dazu eingeben, Travanien-Motte, das hier zum Beispiel, hier, das ist jetzt der englische Begriff, da drücken wir jetzt drauf, dann lädt er die Seite und wenn wir jetzt runter scrollen, finden wir auf der rechten Seite, unter der Dame, hier diese Übersetzungen, hier Travanische Wasserlinsen. Das heißt, hier habt ihr immer diese Art-Übersetzung drinnen. Und diese Datenbank ist die umfangreichste, die es gibt. Alle Patches sind da drinnen. Das heißt, hier findet ihr immer, wenn ihr nicht diese Kombination Englisch-Deutsch hinbekommt, einfach auf die Begriffe und genauso umgekehrt. Also wenn ihr was auf Deutsch sucht, ihr gebt es auf Deutsch ein. Also wenn ich Deutsch jetzt anklicke und schreibe hinein, die travanischen Wasserlinsen, die hat er gleich automatisch genommen. Dann steht eben rechts unten auch der englische Name, französische und so weiter und der japanische. Das heißt, hier kombiniert ihr diese Webseite eben mit dem Airship Guide. Das ist das so, wie man am effizientesten seine Luftschiffe einfach fliegt und sich auch Materialien besorgt. Weil wie gesagt, man braucht für etliche Bauteile auch diese Sachen. Das heißt, hier müsst ihr gucken,
Workshop Materials, das ist die ganz linke Spalte. Was kriegen wir alles hier für den Workshop, um Sachen produzieren zu können? Hier habt ihr auch noch dann diese Sektorenmappe, die gleich ist mit der Mappe, die ihr auch ingame habt. Das heißt also, diese Mappe, die ihr hier seht, ist auch die Flugmappe, die ihr ingame habt. Es steht eben da unten, diese Unlock Sectors, wie es funktioniert. Das oben, wie gesagt, diese Beschreibung, die halt am genauesten ist, die gleich am Anfang steht, eben hier diese Information, wie fliege ich welchen, ja, wie schalte ich mir welchen Sektor frei. Auch nicht wundern, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Es ist sehr RNG-lastig, das heißt also, wir sind selber auch diesen 18er Sektor, ich weiß nicht, ich glaube 20, 30 Mal geflogen, bis wir endlich Glück hatten, dass es freigeschalten wurde. Der Vorteil daran ist halt einfach, ja, ihr habt eine Menge Materialien, eine Menge Zeug, was ihr auch verkaufen könnt oder selber craften könnt. Ja, einfach eben die Luftschiffe effizient nutzen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, dass dieser Luftschiff-Guide einigen weiterhilft. Es ist da ein recht umfangreiches Thema, Luftschiff-Guide. Sollten Fragen sein, würde ich euch bitten, schreibt es uns unten in die Kommentare hinein. Und zu guter Letzt, ja, bedanke mich fürs Zugucken. Ich würde mich um einen Daumen nach oben, Kommentare und Abo natürlich freuen. Und somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurem Charles. Bis zum nächsten Mal.